Ja, moin und willkommen hier zu der nächsten Packs United Bundesliga Orakel Konferenz auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum 26. Bundesliga Spieltag. Ja, Wolski, wir haben richtig geile Partien am Start. Wir starten heute rein mit der Freitagspartie Bielefeld gegen RB Leipzig. Abstiegskampf gegen Meisterschaftsrennen. So kann man sagen, es gab schon die Einzelpartie. Also gibt ja immer noch 2, 3, 4 Orakels in der Woche oder halt am Wochenende zu den Einzelpartien. Die Orakelkonferenz ist halt immer so das Gesamtstück. Jeden Freitag 15:30 Uhr. Außer nächste Woche, weil nächste Woche ist keine Bundesliga, nächste Woche ist Länderspielpause. Absolut belastend. Keine Ahnung, wieso man jetzt in dieser Zeit eine Länderspielpause reinknallen muss. Verstehe ich nicht. Finde ich blöd. Eure Meinung zu den Länderspielpausen gerne unten rein in die Kommentare. Dann haben wir Bayern, Stuttgart, Frankfurt gegen Union, Köln gegen Dortmund, Bremen gegen Wolfsburg. Das ist die Konferenz, 15:30 Uhr. Dann haben wir 18:30 Uhr Schalke, Gladbach. Dann Sonntag, 13:30 Uhr Hoffenheim, Mainz. Hertha gegen Leverkusen, 15:30 Uhr Sonntag und 18 Uhr Freiburg gegen Augsburg. Und jetzt gehen wir erstmal rein in die Werbung. Hey, du verpasst jede Fußballnachricht und weißt nicht, woran das liegt? Ist doch ganz klar. One Football. Du hast nicht One Football auf dem Handy. Wenn du One Football hast, dann kriegst du jede Fußballnachricht sofort auf dein Handy. Und das zu allen möglichen Ligen, zu allen möglichen Ländern auf der ganzen Welt. Ich nutze One Football am liebsten, um mir die Spiele, die in den nächsten Tagen stattfinden, anzuschauen. Natürlich hat man halt auch hier vorne den Following-Bereich, wo man alle News bekommt. Medien, Eintracht Frankfurt in Kontakt mit Bolt. Dann hat man hier Celtic Rangers Live enthüllt. So heftig haben sich Flick und Bratzo gezofft. BVB bestätigt Verpflichtung von PSG-Talent Koulibaly. Da hat man wirklich alles am Start. Man kann hier seine ganzen Ligen folgen. Mein Hertha-Team, Hertha BSC, habe ich natürlich als Lieblingsteam ausgewählt, Nationalmannschaft Deutschland. Dann hat man halt auch noch die Möglichkeit, weitere Teams zu verfolgen und dann hier die ganzen Ligen und Wettbewerbe. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zum besten Sport der Welt, nämlich dem Fußball, dann holt ihr euch jetzt OneFootball. Ist nämlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kostenlos könnt ihr das Ganze euch downloaden. Also gönnt euch, Jungs, und ja, wir machen weiter. Okay, Leute, schreibt mir eure Tipps zu den ganzen Partien oder zu den Partien, wo ihr tippen wollt, unten rein in die Kommentare. Grüße gehen raus an jeden Einzelnen, der hier gerade bei der Premierenfunktion zuschaut. Grüße gehen raus. 3 Päckchen habe ich diese Woche am Start. Letzte Woche waren einfach so viele Tore, Jungs, deswegen habe ich mir heute gedacht, mache ich 3. Ein Pack steht für eine Halbzeit und dann haben wir noch ein großes Pack der Nachspielzeit. Weil Nachspielzeit in der Bundesliga ist ja auch gefühlt jetzt immer schon 4, 5, 6 Minuten. Natürlich gibt es auch Partien, wo 2-3 Minuten nachgespielt werden, aber in der Regel so 4, 5, 6 Minuten sind eigentlich völlig normal. Natürlich auch, weil immer häufiger Videoschiedsrichter eingreifen müssen und deswegen dauert es immer ein bisschen länger. Deswegen ist die Nachspielzeit dementsprechend auch ein bisschen länger geworden. Also wenn man solche Statistiken verfolgt, dann sieht man halt, dass die Nachspielzeit immer länger wird in den letzten Jahren. Ist einfach geschuldet wegen dem Videoschiedsrichter, weil mehr diskutiert wird, bla bla bla. Genau. Wir gehen rein, Jungs, wir gehen rein. Orakel-Konferenz startet, ich hab Bock drauf, let's go. Let's go. Am Ende gibt es natürlich auch wieder die Orakel-Tabelle, dass ihr sehen könnt, wer ist auf dem ersten, wer ist auf dem zweiten. Letzte Woche war Freiburg, glaube ich, noch auf dem ersten. Heute werdet ihr es ja dann sehen. Der erste Torschütze ist Manuel Prisel. Bielefeld gegen Leipzig. Big Uff. Big Uff. Bielefeld 1-0 gegen RB. Dann haben wir Rudas Saarbrück mit dem 1-0 gegen die Mainzer. Hoffenheim mit dem wichtigen Tor. Ja, Florian Wüst, kannst du das nicht sparen? Kannst du dieses Tor nicht sparen? Florian Wüst 0-1 gegen Hertha BSC. Die Leipziger wollten nicht so lange im Rückstand. Und nein, das ist Konrad Leim. Und das ist das 1-1 der Ausgleichstreffer RB. Gacinovic, ihr seht's, Hoffenheim erhöht zum 2-0. Andreas Vogelsammer. Andreas Vogelsammer Bielefeld. Erhöht in Bielefeld die Führung 2-1. Ja, um diese Schale geht es RB Leipzig. Ihr müsst gewinnen, um diese Schale noch irgendwie erreichen zu können. Nils Petersen. Nils Petersen mit dem 2-0. Freiburger führen mit, also doppelt durch Nils Petersen. Den Joker der Bundesliga, so kann man sagen. Werder Bremen, das ist auch der Doppelschlag. Kann man jetzt überlegen, Doppelpack Selke, Doppelpack Rashica oder Doppelpack Josh Sargent, ist ja vollkommen egal. Hauptsache Bremen führt, das ist das 2-0. Und Michael Gregoritsch, Matchwinner Augsburg, und das ist auch sofort das 2-2. Das heißt,
in Gelsenkirchen, in Frankfurt, in München und in Köln. Das sind die einzigen vier Partien, wo noch keine Tore gefallen sind. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben ja noch zahlreich Päckchen am Start. Zweite Halbzeit, zweites Pack. Abfahrt! Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Ich habe es extra so rumgeöffnet, dass wir die Powerkarte hinten nicht sehen. Online-Code. Dann haben wir Soares von Bochum, Niklas Füllkrug. Und das ist das 3:0. Die Bremer haben mal so richtig Bock. 3:0 gegen Wolfsburg. Bastian und Schipke, also wenn Schalke hier heute gewinnt, melden sie sich zurück im Abstiegskampf? Fragezeichen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach jetzt nochmal verliert. Gladbach hat auch jetzt schon gefühlt 7 Partien in Folge verloren mit Marco Rose. Seitdem er gemacht hat, er ist bei Dortmund. Stefan Leiner. Stefan Leiner, das ist direkt die Antwort. Das ist das 1:1. Sven Bender, der Frechdachs, erhöht für Leverkusen 0:2. Ozan Kabak spielt jetzt in der Premier League bei 0:0. Das hat vor einem Jahr noch bei Schalke gespielt. 2:1. Ja, das ist die Führung auf jeden Fall für die Schalker wieder. Daniel kann 2:0 hat Freiburg geführt und jetzt führt Augsburg mit 2:3. Oh mein Gott, Stuttgart. Stuttgart mit Sosa. Sosa mit dem 0:1 gegen die Bayern, ne? 0:1 gegen die Bayern. Wekost meldet sich zurück. 3:2, aber ihr seht es schon direkt. 3:2 Wolfsburg. Aber da kommt David Klaas und David Klaas macht den Deckel drauf, weil das ist das 5:2. 5:2 für Werder Bremen und das ist auch der Deckel auf dem Topf. Das ist nämlich das 4:1 für Schalke. Und wenn Schalke 4:1 gewinnt, dann weiß ich auch nicht, was ich mache. 4:1. Derzeit torlos in Frankfurt und in Köln. Und Bayern hat noch nicht getroffen, Hertha hat nicht getroffen und Mainz. Aber halt auf diesen Plätzen sind halt schon Tore gefallen. Aber dementsprechend von den anderen Mannschaften. Das letzte Pack, das Pack der Nachspielzeit, das Pack der Nachspielzeit, González, 0:2. Oh mein Gott, als ob für Bayern verliert den Stuttgart. 0:2. Andreas Lute, das ist nicht das Tor, aber das ist halt, wenn die erste Frankfurter Karte kommt, dann ist es. Das nicht das Tor, sondern Lute hält dann. Günther mit dem 3:3. Freiburg ist wieder back. Freiburg ist back, genauso wie RB Leipzig. Nordi Mukiele. 2:2, ganz, ganz bitter für die Kölner. Es wäre ein wichtiger Punkt gewesen für den ersten FC, wenn sie gegen Dortmund unentschieden gespielt hätten. Das ist aber Jude Bellingham und das ist das 0:1. Jude Bellingham, danach aber Grelloff mit dem 3:4. Augsburg geht wieder in Führung. Augsburg geht wieder in Führung. Gerd-Hunde Malon mit dem 2:1. Mainz meldet sich zurück. Gregor Kobel. Wichtig, weil wenn jetzt noch eine Bayern-Powerkarte kommt, ist es nur ein Bayern-Tor. Markus Thüram, na, Gladbach. Dreht Gladbach die Partie noch. Markus Thüram, 3:4. Pascal Stenzel. Pascal Stenzel, das kommt hier, also eins nach dem anderen. Pascal Stenzel ist das. Gregor Kobel kann weg, das ist das 4:0 für den VfB. Lute kann auch weg. Und das ist das. Das ist die letzte Tore in der Konferenz. 0:3 für Borussia Dortmund. Was war das hier schon wieder für eine wilde Konferenz? Mit realistischen Ergebnissen, mit nicht so realistischen Ergebnissen. Alles dabei. Aber ey, im Fußball kann alles passieren. Im Fußball kann alles passieren. Bielefeld kann heute 2:2 spielen gegen Leipzig. Auf jeden Fall spielen sie in der Konferenz 2:2. Dann verlieren die Bayern mit 0:4. Das ist meiner Meinung nach eines der unrealistischen Ergebnisse. Aber könnte theoretisch passieren. Wenn Stuttgart direkt das erste Tor macht, erste Minute, zack, ein Angriff, bam, geht er rein. Dann zweiter Angriff geht sofort wieder rein, also gegen die Bayern muss man halt jede Chance nutzen. Dann spielt Frankfurt 0:0 gegen Union, die Kölner verlieren 0:3. Bremen gewinnt mit 5:2 gegen Wolfsburg, die Schalker gewinnen 4:3 gegen Gladbach. Dann gewinnt Hoffenheim 2:1, Hertha verliert 0:2 gegen Leverkusen und Augsburg gewinnt 3:4 gegen die Freiburger. Das war die Orakel-Konferenz zum 36. Bundesliga-Spieltag. Nächste Woche sehen wir uns leider nicht, weil nächste Woche ist Länderspielpause. Ich finde es auch schade. Ich hätte die Länderspielpause jetzt nicht gemacht, aber ich habe ja da nichts zu sagen. Deswegen sehen wir uns nächste Woche leider nicht. Erst übernächste Woche wieder. Also nächste Woche geht es ein bisschen ruhiger zu. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.